Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2013. Ich bin der Dracoart und wir sind hier aktuell am Strand. Ja, wir müssen mal kurz schauen, wo wir hin müssen. Ein Schwein? Du willst uns aber nicht an den Kragen. Ja, wir haben einen neuen Bogen das letzte Mal bekommen, den Compound-Bogen. Ja, nicht verkehrt ist. So, trotzdem. Also, wo müssen wir jetzt hin? In der drüben. Ich glaube, wir sollen unseren neuen Bogen einfach nur ausprobieren. Okay, kein Schwein in Sicht. Aber muss ein bisschen aufpassen. Also, ich meine, das letzte Mal in der einen Stadt. Oh, Krab in der Nähe. Du bleibst hier. Geheimes Krab in der Nähe. Dann frage ich mich gerade, wo. So, auf jeden Fall. Okay. Schweinchen, bitte nicht mich angreifen. Ich tue dir auch nichts. Bergungsgut mitnehmen. Also nicht wundern, dass ich hier lang gehe. Ich versuche halt eigentlich nur mal rauszufinden, was es hier noch so alles gibt. Beziehungsweise, ich würde schon gern wissen, eigentlich, wo dieses Grab ist. Zum Beispiel was man auf dem Weg nach unten gar nicht mitbekommen habe. Oder ich vielmehr, ich habe es nicht mitbekommen, Leute. Das ist ja ein bisschen blöd gewesen von mir, ne? So, was haben wir hier? Hügelkäuperin. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Ja. Okay, Hügelgräber, das sind dann wohl die Gräber, die hier. So. Das sind dann wohl die Gräber, die hier auf dem Berg hängen. Okay, also, da hinten hin. Dann wird euch dieses Schwein. So. Bitte. Ja, normalerweise, ne, brauche ich das jetzt nicht, aber bringt halt auch Erfahrungspunkte. Warum soll ich das denn also nicht machen? Achso, bist schon da gestürzt, habe ich jetzt gar nicht gehört. Aber gut. Waffenmodifizierung verfügbar. Ja, gut. Okay, was will ich jetzt hier oben? Okay, da drüben ist auf jeden Fall noch was. Och, pardon, Leute, hey. Was halt immer noch, ne? Ich bin heute immer noch ein bisschen ergattet von dem Wetter. Strand, da drüben vielleicht lang. Compound-Bogen. Schießen Sie Seilpfeile auf raue Felswände. Okay. Ah, okay. Das ist ja mal interessant. Das konnte ich natürlich mit dem anderen noch nicht machen. Das heißt, tatsächlich bringt uns dieser Compound-Bogen sogar noch ein bisschen mehr als nur einfach ja, eine stärkere Waffe. Okay, der Instinkt. Und da oben sollen wir hin. Ja, dann machen wir das doch. Hey Reyes, ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich geh jetzt rein. Ab jetzt, Funkstille. Was machst du da? Ja, das freut mich auch gerade, weil so wie sich das anhört, könnten da Gegner in der Nähe sein. Die ihr an den, oder die Alex an den Kopf, manch hier, Alex, ne. Teil 1 von 3, Schrottlünde. Sehr schön. So, hier war noch Bergungsgut. Okay, naja, gut. Wir klettern mal hier rauf.
Wow. Ach Gott, was habe ich denn gemacht? Ich bin mir sicher, ich hätte da drüben lang gemusst, ne? Also da oben bei den Pfeilen meine ich, nicht da drüben. War ein bisschen doof von mir, getimt das Springen. Da bin ich schon ganz, ganz doof. Aber gut, zwei vorkommen, ne? So, hoch hier. Hier jetzt irgendwas? Moment mal. Ja, tatsächlich. Da kann man dann hingehen. Wenn wir wollten, wenn wir wollten. Aber wir müssen ja darüber, glaube ich, ne? Hier hoch, ja, genau. Wäre mir natürlich wesentlich angenehmer, wenn, ja, genau, wenn diese schicke Sicht da weg wäre. Ah, erstmal da unten lang. Da geht's noch Bergungsgut. Bin da ja immer so ein bisschen am Überlegen, wo geht man jetzt am besten lang? Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Oh. Die Frau hat alle Gefangenen befreit und alle anderen umgelegt. Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht. Was? Nicht nur ein. Dimitri und Nikolai sind auch tot. Okay. Heilige Scheiße. Hat jemand Boris informiert? Klar, ich. Okay, das ist ja schon... Oh, komm schon. Ist jetzt nicht gerade dein Ernst, oder, Lara? Was ist denn hier denn los, Mensch? Die junge Dame, die kann Kilometer weit springen, aber... Wenn es dann dazu kommt, hier rechtzeitig stehen zu bleiben, ne? Dann, naja. Okay. Cool, da oben ist jemand. Ein Kopfschuss, sehr gut. Ich muss aufpassen, dass wir hier wieder nicht erwischt werden. Oh. So. Kommen wir jetzt an die Leiter ran? Sollen wir die nehmen überhaupt? Ah, ich weiß, da ist noch Bergungsgut, ich hab's auch gerade gesehen. Ich glaube. Ach nee, da oben geht's weiter. Okay. Ne, ja, spring mal runter. So. Oh je. ja, nein. Wie wär's mit festhalten? Och, Mano. Ja, das sind so eine kleine Momente, wo ich ehrlicherweise sagen muss, was soll das? Ist ja nicht so, dass ich hier die Knöpfchen erdrücke. Halten. So, jetzt hält sie sich nämlich fest, logisch, glorreicherweise. Haben wir auch blöd, wenn nicht. Okay, dann erreichen sie das Wrack. Das Wrack, ja. Das Wrack der Endurance. Ja toll, erreichen sie das Wrack der Endurance, aber... Wo ist es denn? Da drüben? Ist das da drüben? Vor allem frage ich mich, was ich denn hier sollte, ne? Naja, gut. Okay, zwei Leute da oben. Ich hoffe, das sind nur die zwei. Und die kann man vielleicht noch ein bisschen austricksen. Beziehungsweise so richtig schön nacheinander ausschalten. Was uns, glaube ich, am allermeisten bringt.
Och, bleib doch. Nee, ist klar, ist klar, ist klar. So, dann heile mal, Lara. Ja, da ist nämlich gar keiner weiter. Okay, und dann auf Dach rüber, oder was? Wir versuchen's. Einmal hier hoch. Das ist auch das... Wieder dieses Zeichen hier, die Sonne, der Berg. Ja, geheimes Grab in der Nähe. Wo soll das sein? Da drüben, oder was? Oder was sagt uns hier der Überlebensinstinkt? Der Überlebensinstinkt sagt, wir sollen da lang. Gehen wir schon erstmal hier rein. Also dieser Berg mit der Sonne, ich würde behaupten, als einfach mal, das könnte das ein Zeichen von Himiko sein, der Sonnenkönigin hier. Also zumindest habe ich es jetzt mal so in Erinnerung. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich vermute einfach mal. Und ein Geheimnis. Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Okay. Naja, es sieht aus wie so eine Badewanne, die nicht, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Schriftzeichen hier. Ich kenne mich damit ja auch überhaupt gar nicht aus. Das ist es ja, ne? Ansonsten könnte ich euch ja vielleicht auch sogar mehr sagen. Aber ich glaube, darum geht es ja auch gar nicht. Schließlich seid ihr jetzt nicht hier, um bei mir japanische Mythologie zu lernen oder sowas. Das, glaube ich, das wollt ihr an dieser Stelle nicht unbedingt sehen. Ein Schränkchen. Teil 2 von 3 gefunden. Bogen. Okay, vielleicht haben wir da ja auch bald die Möglichkeit, unseren Bogen noch mehr aufzurüsten. Munition. Okay, dann geht's, glaube ich, auf der anderen Seite weiter. Oder? Okay, versuchen wir's. Versuchen wir's. Wenn ich gerade nicht so recht weiß, wo wir hier sind. Ne, ich weiß es wirklich nicht, Leute. Auf jeden Fall noch mehr Munition. Lara? Danke. So, unser Rückweg. Unser Rückweg ist das dann. So, da gehen wir aber noch nicht hin. Also ich denke mal, dass es der Rückweg ist, weiß ich nicht genau, aber ja. Auf jeden Fall schon mal besser, als dass die Stacheln dann dort im Weg sind, im Ernstfall. Und ich frage mich gerade, wo wir hier sind. Doch, ich frage mich gerade ernsthaft, weil in die andere Richtung war ja eigentlich der Weg vom Überlebensinstinkt gekennzeichnet. Also habe ich jetzt angenommen, die Richtung könnte jetzt, wo wir jetzt angelaufen sind, einfach mal das Grab sein. Hier ist noch ein Geheimnis. Okay. Angesenkt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Ein Häschen, ach du meine Güte. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist ein Kuschelhasen von einem kleinen Kind und dann frage ich mich ernsthaft auf. Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Aha. Also doch ein kleines Kind, ne? Dann frage ich mich auch, was mit diesem kleinen Mädel passiert ist. So, da gehen wir hier rein. Und es wird wieder dunkel, 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 dunkel. Deswegen haben wir ja jetzt auch... Okay, da geht's nicht lang. Deswegen haben wir jetzt die Fackel wieder ausgepackt. Automatisch, vollautomatische Lacher. Sehr geil, oder? Ja, war ein bisschen flach, aber naja. Okay, das optionale Grab, das überflutete Gewölbe. Ja, das ist ja auch mal was Feines. Und hier hinten, ne. Okay, Leute, erstmal ab ans Feuer. Magst du uns was sagen, Lara? Ne? Okay, Ausrüstung. Ja, haben wir hier irgendwas? Napalmpfeile, geflochtene Sehne. Ja, ich glaube, ich baue erstmal den Bogen wieder weiter aus, weil das... Ich habe so das Gefühl, das wird auch nötig. Eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht, oder die Nahballpfeile. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag einen
ein großflächiges Feuer frei. Ich glaube, das mache ich auch direkt mal als erstes. Ich meine, jetzt sind zwar so nahezu alle Bergungsgüter aufgebraucht, aber die Nahrungspfeile, ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch was bringen. Aber gut, Leute. Das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich meine, wir stehen jetzt kurz vor einem optionalen Grab. Wenn ihr wissen wollt, wie es in diesem Grab aussieht, ich meine, hier, es lässt schon einiges erahnen, dass das hier irgendwie meine alte Anlage war. Für was auch immer. Ja, wenn ihr jedenfalls wissen wollt, wie es da drin aussieht und wie es weitergeht, wie es auch generell weitergeht, dann bleibt doch einfach dran. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Let's Play Tomb Raider 2013. Tschüss.